Ich bin's mal wieder, eure Kathi. Und wie auch schon bei unserem ersten Projekt Krasser Shit am Set vom Werwolf zeige ich euch auch heute mal wieder voll krassen Shit. Diesmal jedoch zu einem neueren Projekt und zwar zu dem Familienfilm Das Seepferdchenmärchen. Ein richtig, richtig schöner Film ist das geworden, aber wie waren denn nun die Dreharbeiten? Nun, da war ich sehr neugierig, denn die ganze Crew um Luzi ist in ein U-Boot gestiegen, um unter Wasser filmen zu können. Na, man hat also diesmal nicht irgendwo in einem Studio gedreht, sondern richtig schön im tiefen blauen Ozean. Und was kann einem da alles begegnen? Und wie ist die Atmosphäre, wenn der Wasserdruck immer stärker wird, je tiefer das U-Boot sinkt, nicht wahr? Bei Krasser Shit am Set vom Werwolf hat man ja schon gesehen, ja, da kann eine ganze Menge passieren, wenn die Darsteller nicht so wollen wie der Regisseur, und ja, viel anders war es diesmal auch nicht, dafür genauso lustig. Und einen Abend bevor es losgehen sollte, habe ich mich dann noch mal aufs U-Boot geschlichen und versteckte Kameras installiert. Und die haben dann natürlich alles aufgezeichnet. Ihr seht gleich eine Mischung aus, zum einen Material aus dem fertigen Film, wie auch Material während der Fahrt, also exklusives Hintergrundmaterial während der Fahrt mit dem U-Boot. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ja, legen wir los. Na toll, die Verrückten können sich mal wieder so richtig austoben und einen Film drehen und ich darf mal wieder den Blöden spielen und für die Sicherheit garantieren. Dabei habe ich noch nie so richtig ein U-Boot gefahren. Aber was soll's. Wenn die so bekloppt sind und mir unbedingt diese Aufgabe übertragen müssen, naja, wir werden ja sehen, wohin das führt. Bis jetzt ist ja noch alles ruhig. Dann kann ich mir auch gleich erstmal einen richtig schönen Joint drehen. Ja, hallo meine Lieben, erstmal cool, dass ihr heute überhaupt alle Zeit habt. Ist auch das erste Mal, dass wir jetzt in einem U-Boot überhaupt am Drehen sind. Es hört auf zu rascheln, ihr verrückten Affen. Wir wollen euch einen vernünftigen Kinderfilm drehen. Und Ruhe hier, ihr asoziales Pack. Arbeitet mal so, als würde ich euch dafür bezahlen. nicht schon wieder der. Ich bin bereit. Ja, sehe ich. Du kommst später dran. Ist das Ding? Was für ein Ding? Wieso bist du überhaupt an Bord? Wer hat dich hier an Bord gelassen? Ey, welche... Aber ich
Wieso hast du denn den Klemme an den Bord gelassen? Der hat ja im U-Boot überhaupt nichts zu suchen. Ich wollte... Der hat einen Bart! Alle, die Bärte haben, kommen rein. Der Klemme hat doch gar keinen Bart. Der hat einen Bär. Bär. Ja. Der hat überall Bart. Der ist nur nicht mal Captain Blaubär. Der ist nur nicht mal prominent. Ich war betroffen. Ja, gib's her. Ich dachte, ich soll hier für Beglückheit vorsprechen. Nein, du... Katzen an Bord bringen Unglück. Aber es ist ja gar keine Katze. Was hätten wir denn als Seekatze verkaufen können? Es ist ein Bär und der ist so doof, den kann man nur nicht mal Seebär verkaufen. Das ist nichts wie Frotti. Dann sperren wir den in die Kombüse. Ja, der frisst uns die Kartoffeln alle weg, anstatt die zu schälen. Hey, Kartoffeln. Bären mögen noch gar keine Kartoffeln. Nee, aber die mögen es, sich einzupellen. Dann schmeißt den Bär raus! Ja, wie denn? Wir sind doch schon mit dem U-Boot abgetaucht, du Affenkopf. Tja, dann... Dann haben wir jetzt ein Problem. Aber eigentlich jetzt auch nicht mehr. Ja, also, Mann. Scheiße. So, also... Bist du halt da. Ruhe. Also ich würde sagen, wir stellen erstmal die Kamera vors Bullauge. Moment. Werner hat die Kamera mit an Bord gebracht. Aber wo ist denn die Kamera? Also Sebastian hat die Kamera nicht. Scheiße, die Kamera ist weg. Oh je, was machen wir? Vielleicht über Bord liegen lassen? Nee, der Werner, der hat die vorhin hier mit runtergebracht. Aber hier, der Kleve, der hat die Kamera in seinem Prank. Hallo, ich bin's, euer Klärbär. Und heute gucken uns die Kinder an, wie ein Film entsteht. Dieser verfluchte Pedobär. Jetzt gib mir endlich die Filmkamera her, du, weiß ich nicht. Dann schick mir nicht über die Planke. Du Goldbärchen, nur. Wer seid ihr überhaupt? Wir drehen hier einen Film, verdammt mal! Ist das denn so schwer zu verstehen? Wir drehen einen Piratenfilm! Wir drehen keinen Piratenfilm, wir drehen einen Seepferdchenfilm! Wer sagt das? Ja, ich! Wer bist du? Ich bin der Regisseur. Was ist das? Dein Chef. Obwohl, ich hab den Chef, ich bin Pirat! Obwohl ich schwarz bin ich dein Chef. Hallo, im Film ist alles möglich. Ich wollte für Big Cat vorsprechen. Verpiss dich. Oh, ein Katzenring, Unglück. Entschuldigung, Regisseur. Oh, nicht der schon. Ja, ich hab doch die ganze Zeit nichts gesagt. Ich denke nur, was ist hier los? Wollten wir nicht einen Film drehen? Ja, eigentlich ja. Aber Ferdinand, was machst du eigentlich hier drin? Die Kulissen, die sind doch draußen im Wasser. Und du als Fisch... Was machst du denn hier in einem U-Boot? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja. Ich hab gedacht, hier sieht's ganz nett aus, dann komm hier mal mit rein. Ganz einfach. Und ich dachte, du wolltest eine Frau vorsprechen. Wer? Ich oder der Ferdinand? Ferdinand. Ein Fisch ist doch kein Frosch. Ey, was habt ihr dem Bären gegeben zum Rauchen? Ey, der verwechselt schon Fische mit Frösche. Weiß ich, da waren so unten in der Kajüte so komische Pilze in der Ecke. Ja, die kenne ich, die wachsen bei dir am Rücken, ne? Nicht bei mir! Ja. Ich mein Pilz weit und breit. Pilze können sehr giftig sein. Ich hab gedacht, das müsstest du, Herr Erklärbär. Was für Pilze? Oh, okay, du kennst keine Pilze. Aber, ja, wir Pilze? Ja, jetzt nicht mehr. Du hast ja gefressen. Also Ferdinand, wie wollen wir dich denn jetzt noch vor das U-Boot bringen? Ich meine, wenn wir jetzt gleich oben die Luke öffnen, kommt ja hier das ganze Wasser rein. Wir sind schon richtig tief unter dem Meer, bestimmt schon 2,50 Meter. Da können wir jetzt schlecht wieder auftauchen. Ja. Ich glaube, wir können auch mal nichts passiert. Scheiße. Meine Fresse, was geht denn da hinten bei denen ab? Also da werde ich ja langsam richtig neugierig, aber ich traue mich auch nicht nachzuschauen.
Das verbinde ich mich mit einer größten Schauspiel irgendwo, weil ich spiele doch die Hauptrolle der Regisseur, oder? Wieso du? Weißt du, der Ferdinand glaubt, der spielt die Hauptrolle. Der verkackte Pirat denkt, der spielt die Hauptrolle. Bin ich nur von Hauptdarstellern umgeben, oder was? So, boah, ich bin jetzt auch noch der Scheiß erklären. Aber ich bin der Einzige, der wirklich noch erklärt. Ich wollte für Big Big Head vorsprechen. Wir machen hier aber nicht Billy the Cock oder Billy the Cat. Ich habe nichts vom Big the Cat gelesen, auch nichts vom Piraten. Ich weiß nur, dass dieser Seepferdchen, Sebastian, ja. Ich habe es mal gedacht, das wäre eine Krabbe, aber es ist wohl noch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, er spielt die Nebenrolle und nicht die Hauptrolle. Ist das nicht so? Ich muss da irgendwie eine Krone holen und den König, damit es wieder so Schwangerschaften für Männer und Weibchen gibt. War eigentlich so das Drehbuch ungefähr, wisst ihr? Ja, da war mir klar, du merkst dir nur die Stelle mit Schwangerschaft, ne, weil es irgendwas mit Ficken zu tun hat. Ja, aber, toll, nein. Aber nein, du spielst nicht die Hauptrolle. Ein bisschen schön Erotik ist immer schön, aber nicht direkt Geschlechtsverkehr. Muss man immer klar sagen. Ja, Geschlechtsverkehr, mit Anfassen und so. Nackte Anfassen. Ist ja ein Film für Kinder, deswegen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, ist ein Kinderfilm. Nee, die Hauptrolle, die spielt da drüben der Sebastian, das Seepferdchen. Och. Ja, und der Pirat ist auch dabei. Nur der Kack-Erklärbär, der hat sich hier einfach an Bord geschlichen. Ja, schäm mich, wo hältst du dich denn? Manche betteln dich am Casting monatelang ran, ob man eine Rolle kriegt und jetzt sowas. Ja, Sebastian, die Krabbe ist hier? Nein, ist er nicht. Wie habt ihr denn jemanden von Disney bekommen? Wir haben den bestochen. Der Pirat, der musste Philateral ihn überzeugen. Mensch, das kann ja heute was werden. Unter Wasser zu drehen ist ja nochmal was ganz anderes als im Studio. Aber ich rock das schon. Hallo Kinder, willkommen zu dem Making of von... Wo ist meine Schrotflinte? Wo sind hier Kinder? War das nochmal? Wir sind doch kein Kinderfilm! Komisch, dass ich bisher noch nicht... Hier gibt es Piraten! Titel des... Echte Piraten! Ja, die sind nicht so Kinder! Ja, doch, nee! Mann, ihr bringt mich aus dem Konzept, ey! Also Kinder haben ein Wort nicht zu suchen! Ihr sind auch gar keine Kinder! Außer der Erklärbär, der benimmt sich manchmal wie ein Kind. Der benimmt sich so, als wäre es... Aber er sagt doch immer, liebe Kinder! Hallo Zuschauer! Welche Zuschauer? Bei einem offensichtlichen Scheitern. Hallo, die Kamera ist doch noch nicht mal an! Hier sind Kameras? Ja! Jetzt gib mir endlich die Kamera, du Faschisten! Wir sind überall! Ja, genau, die Aliens, Akte X. Aliens auch noch? Ja. Oh mein Aliens, Gott. Ja, unter Wasser. Aliens. Haben wir Alufolie? Wir brauchen Alufolie. Ja, wir brauchen Alufolie, ich hab hier irgendwo Alufolie. Keine Ahnung. Oder Nudelsieb. Ja, hab ich auch. Gut, wir brauchen... Regisseur, ja. Als Gage möchte ich jetzt nicht nur die bestimmte Kohle, sondern auch gern Porat und Schokolade. Da ihr wisst, Fische essen wirklich gern Schokolade! Also Kohle kannst du haben, Shisha-Kohle. Da musst du zufrieden sein. Wenn dann die Penunzen, Picke, wo sind die Kohle? Was? Ja, und die Schokolade. Schokolade, fragt man den Erklärer, ob der... Noch gern Schokolade, fragt man den Erklärer, ob der sich mal bückt, dann kannst du Schokolade knistern. Nein, das verstehe ich jetzt. Also Schokolade auf einem Piratenschiff ist total ungesund, weil da kriegt man Skorbut und das ist echt nicht lustig. Aber wir sind doch auf einem... Sieht meine Zahn, meine Zähne an, ich habe nur noch zwei. Und auf dem Piratenschiff. Oh je. Haben wir noch die Kühlschrank und noch ein U-Boot? Wenn nicht, die Schokolade ist ja verschoren, Molzen. Was?
In Schokolade ist Zucker und Zucker macht hyperaktiv und Hitler war hyperaktiv, also ist Schokolade rechtsradikal, also gibt es hier keine Schokolade. Hallo liebe Kinder, offensichtlich wird das hier eine Geschichtsstunde. Ja, können wir ein bisschen mal Josef Stalin reden? Was? Josef Stalin kenne ich, das ist der Pizzabäcker bei mir um die Ecke. Ja, genau. Der macht leckere Hamburger. Also jetzt würde ich sagen, drehen wir erstmal die Szene mit Sebastian und mit Sabrina ab. Sabrina? Nein, nicht die Hexe. Die hatte keine Zeit. Außerdem hat sie sich geweigert, feuchte Haare im Fernsehen zu zeigen. Deswegen mussten wir auf ein Seepferdchen umsteigen. Also sinngemäß, nicht wortwörtlich. Ich bespringe keine Seepferdchen. Egal, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ja, ein bisschen Schleimer. Dann tut das dem Seepferdchen weh. Du Kack. Er hat die Schnauze jetzt da hinten. Es gibt Eiersalat. Bukake unter sich. Bei der Bukake Party. Das ist heute Abend eine Sahneparty. Keine Sahneparty. Ich hasse das. Das weiß ich, Sebastian. Aber du bist ein Männchen. Du kannst keine Kinder gebären. Genauso wie unsere Verwandten. Fetzenfische. Nicht Fotzenfische, Fetzenfische, du alte Sau. Soll ich nochmal anfangen? Hier. Ja. Genauso wie unsere Verwandten, die Fetzenfische und die Seenadeln. Ich habe Seeandeln gelesen. Also Seeandeln. Mhm. Genauso wie unsere Verwandten, die Fetzenfische und die Seenadeln. Ich habe mir die Namen nie ausgedacht, die Tiere heißen so. Du Fotzenfisch. Du Fotzenfisch. Deine Frau träumt heute Nacht von Fotzenfischen. Ja. Kein Wunder bei den Schmerzen, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, dass ihr Männchen die Kinder gebärt. Dann schwimme lieber direkt los und komme schnell wieder zurück. Aber pass auf dich auf, mein Schatz. Oh, das ist doch... Schleimspur. Oh, Kacke. So, jetzt kommt erstmal ganz lange nix. Das ist das Schönste, ne? Nirgendwo Text. Da hast du wieder Text. Mein Sebastian ist aber schon lange weg. Einerseits ist es gut, denn das heißt, dass er noch nicht vom Meerkönig ver... Einerseits ist es gut, denn das heißt, dass er noch nicht vom Meerkönig verwiesen wurde. Andererseits mache ich mir schon Sorge, ob ihm vielleicht was passiert sein könnte. Sebastian ist klug und tapfer, aber er ist schließlich auch nur ein Seepferd. Hoffentlich ist er bald wieder bei mir. Ach, was süß. So viel Liebe, das ist eklig. So romantisch. Das ist schön, wenn man nicht viel sprechen muss. Ja, ne? Kacke. Ach, da, guck mal, da bin ich ja wieder. Ja. Besorgt, okay. Wie lange mein geliebter Sebastian schon fort ist. Ich komme fast um vor Sorge. Hoffentlich ist er bald wieder da. Und dann hat er mir bestimmt eine Menge zu erzählen. Da bist du ja endlich. Ich habe dich so sehr vermisst. Wie war es bei der Bukake? Bei Bukake. Du bist eine alte Sau. Wie war es bei Neptun? Wusstest du in die Mitte? Was? Das hast du dir gewünscht? Du bist so süß und der beste Mann, den sich eine Seestute wünschen kann. Ich liebe dich so sehr. Das war schön. Guck mal, du bist schon fertig. Echt? Ja, tatsächlich. Okay. Schön, dass du kannst. Ja, ganz genau. Und unsere Verwandten sollen auch keine Kinder mehr bekommen, zumindest die Weibchen. Wollen, nicht sollen. Ach, wollen. Ja. Ich verbiete den! Keine Kinder mehr! Ja, ganz genau. Und unsere Verwandten wollen auch keine Kinder mehr bekommen. Zumindest die Weibchen. Nochmal, aber sonst mal schön. Ich weiß, ich
Ja. Dieses Wollen stört mich da gerade. Ja, ganz genau. Und unsere Verwandten wollen auch keine Kinder mehr bekommen. Zumindest die Weibchen. Nanu, in dieser Ecke des Meeres war ich ja noch nie. Eigenartig und gleichzeitig schön sieht es hier. Das Tier war zu laut. Ich kann ja schon viel filtern, aber wenn das hier irgendwann so eine Lautstärke erreicht hat, kann ich nicht mehr filtern. Ich kann viel filtern. Heißt zwar Meerschweinchen, aber wenn du Meerschweinchen unter Wasser hörst, dann ist es dennoch ein bisschen... Dann hört, weißt du, wie sich das anhört? Ja, wieso, wieso... Eigenartig und gleichzeitig schön sieht das hier aus. Aber wer ist denn das da drüben? Das kann ich ja kaum glauben. Da kommt ja tatsächlich eine riesige Meerjungfrau auf mich zugeschwommen. Eine richtige. Nicht riesig. Ich habe mich schon gefragt, warum du riesig da geschrieben hast. Also 40 Meter lang, 80 Meter breit. Und Kugelstoß. Doppel-Z. 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 Ja. Da kommt ja tatsächlich eine richtige Meerjungfrau auf mich zugeschwommen. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich den Namen die ganze Zeit nicht aussprechen konnte. Das ist Sangeeta. Okay. Vielen Dank, Sangeeta. Du bist mir wirklich eine große Hilfe. Jetzt ist es schon beim Werner. Läuft doch. Werner. Wenne. Werner. Ja, Meister. Sind keine Russen im Keller. Sind keine Russen im Keller mehr. Was ein Glück, morgen ist Berufsschule. Oh je, ich hab meinen Meister entblößt. Wenn er was auf dir meine Familie nach Chemie machen könnte zu Hause, dafür ist mir mein Geld zu schade. Von wegen Lagune. Wenn das schon unter Wasser Lagune. Wenn das schon unter Wasser Lagune. Wenn dann schon. Wenn dann schon unter Wasser Lagune. Jetzt muss ich nur noch Werner finden und dann schnell wieder von hier verschwinden. Ich will die Krone Neptun zurückbringen, damit ich einen Wunsch frei habe, um meiner Frau Sabrina zu helfen und sie... Sebastian mit dem Würz. Alter, bekommt einen Killfick. Ich will ja keinen PP machen, kein Puppenporno. Ey, weißt du, wie oft das schon angefragt wurde? Ich will das gar nicht wissen. Ich hab schon gedacht, ey, wie abartig pervers seid ihr denn? Ich kann auch kein P&P machen. Du bist so eine alte Sau, ne? Wenn sowas Abartiges mal verwirklicht wird, weiß ich, wer dann noch mit an Bord kommt. Ja. Ekelhaft. Finde ich gut. Ich will die Krone Neptun zurückbringen, damit ich einen Wunsch frei habe, um meiner Frau Sabrina zu helfen und sie zu unterstützen. Süße kleine Katzenbabys. Katzen an Bord bringen Unglück! Du hast ein Katzenbabys und nicht Kara-Babys gesagt. Wieso war es ein Kara-Babys? Kater. Ach, Kater-Babys. Kater hat wiederum Schwanz. Das ist mir bekannt, der hat sogar zwei, sonst wäre er kein Kater. Das ist richtig, aber bei dem einen, da kann es auch schon mal vorkommen. Das machst du mit Katern. Nein, nein, das machen Kater mit Katzen. Katzen an Bord bringen Unglück! Du sollst dir nicht vorstellen, wie eine Katze ein Kater entbläst. Nee, ich stelle mir gerade vor, wie ein Kater einer Katze einen bläst. Und ich denke mir, hey, doof. Das geht doch gar nicht. Ich habe immer gedacht, umgekehrt.
Aber ich habe ja auch keine Katzen. Was soll ich sowas wissen? Katzen an Bord bringen Unglück. Wo waren wir? Da. Habe ich das nicht schon gesehen? Nein, das musstest du nochmal, weil die Tiere so laut waren. Ach ja, und dann waren wir ja bei Katzen und Katzen. Ja. Katzen an Bord bringen Unglück. Wer brauchst du eigentlich zum Schneiden, wenn du den Scheiß ständig wieder hören musst? Sehr lang. Also eine Minute Film sind anderthalb bis zwei Stunden Arbeit. Und dann hast du so einen Film von 30, 40, 50 Minuten, kannst du ja ausrechnen, wie lange das dauert, bis es fertig ist. Zwei, drei Tage? Ja, wenn du durcharbeitest. Ja, yeah, wenn du durcharbeitest. Fertig, bin. Pinsel so weg. Enf. Fertig. Ja, also, ja. Wow. Wow, dann will ich mir einen Kopfschuss geben. Wirklich nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Schwangerschaft und die Geburt von Seepferdchen und unseren Verwandten, den Grasnadeln, die Männchen übernehmen können. Das war knapp. Noch ein bisschen länger und ich hätte es nicht mehr lebend von da unten nach hier oben geschafft. Mir ist ganz schwindelig. Aber ansonsten geht es mir gut. Na wenigstens habe ich den Kristall und kann jetzt voller Stolz zu Werner zurück. Aber langsam, denn wenn ein schwindelig ist, soll man nicht so schnell schwimmen. Ansonsten wird das Meer grün. Altes Seepferdchengesetz. Dieser random Satz, ne? Der bringt mich so aus dem Konzept. Aber langsam, denn wenn einem schwindelig ist, soll man nicht so schnell schwimmen. Ansonsten wird das Meer grün. Altes Seepferdchengesetz. Ja, alte Seepferdchen geschwätzt. Ja. Geschwätzt. Gesetz, geschwitzt. Ist eh dasselbe. Wenn du magst, komme du doch mal nächste Woche Freitag zu meiner Frau und mir nach Hause ins Hippokampenriff zu Besuch. Nochmal ein bisschen. Da stelle ich mir die Frage, wie oft soll der denn noch kommen? Erstmal komplett das Drehbuch umschreiben, ihr müsst alle nochmal wiederkommen, dass du das wieder eine tolle Idee. Ich schon wiederkommen, oh je. Ja. Deswegen ist das mehr so salzig, weil da überall Sperm drin ist. Wenn du magst, komm doch mal nächste Woche Freitag zu meiner Frau und mir nach Hause ins Hippokampenriff zu Besuch. Und frag Barton auch, ob er vorbeikommen mag. Jawollo, jetzt sind die Szenen mit Sebastian und Sabrina ja auch endlich abgedreht. Leck mich am Arsch, war das eine Geburt. Aber es ist geschafft. So, was steht denn jetzt noch an? Die Wolfsrudel-Taktik im Zweiten Weltkrieg. Nein, wir drehen hier was über Neufundland. Über die Antarktis-Expedition drehen wir. Antarktis, schwer durchzukommen. Ja? Mit so einem Piratenschiff. Was sag ich euch? Was für ein Piratenschiff? Das ist ein U-Boot, kein Piratenschiff. Höre! Das erklärt das ganze Metall! Siehste? Höre! Das ist ein Piraten-U-Boot! Ha. Ich hab ja mitbekommen! Das ganze Piraten-U-Boot aller Zeiten! Kannst du mal sehen. Herr Regisseur, ich habe mitbekommen, dass Gretel und Sobo ein Riesenerfolg war. Ja. Wie sieht's aus, dass ich in der Fortsetzung auch mitspielen darf, falls das geplant ist? Darf ich da mitmachen? Nein.
Wieso? Weil du ein Fisch bist. Ja, aber man kann doch... Fische stinken. Ein Fisch sein! Man kann doch den Zombo in einen Fisch verwandeln, sodass ich dann die Rolle spiele durchgehen. In der ersten Staffel war es auch so, dass Zombo nun plötzlich ein Rabe wurde. Da wollte ich so hinkriegen, Herr Regisseur. Du stinkst zu sehr nach Fisch. Boah, ich kann mich doch duschen. Ach, das stimmt ja so. Duschen, dann ist alles wieder in Ordnung. Außerdem bist du, Schleichwerbung, außerdem bist du, bist du nicht gepflegt, du hast am ganzen Körper Schuppen. So viel dazu, dass du dich regelmäßig abschleichst. Kommen Sie schon, Herr Regisseur, ich... Okay, ich komme. Ja, ich komme. Ja, in your face, bitch. Das ist wohl der Humor. Was sollen die anderen denn? Das ist gut. Was meinen Sie, Herr Klöber? Aber das ist unter meinem Niveau. Überhaupt nicht mehr, was hier los ist. Es müssen die Pilze gewesen sein. Oh. In your face. Pilze? Was für Pilze? Kein ja, Pilz Pilze? In your face. Ach du Scheiße. Ey, bin ich denn nur von schwanzlosen Amateuren umgeben? Kein Wunder, dass ich die Hauptrolle spiele. Sonst würde der Film ja floppen. Mensch, 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 bin ich froh, wenn die Fahrt endlich vorbei ist und wir endlich wieder auftauchen können. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, ein U-Boot zu fahren, auch wenn ich es jetzt das erste Mal mache. Aber so einen Haufen von gefloppten Hühnern da im hinteren Teil des U-Boots zu haben, die seriös tun und einen Film drehen wollen, ne. Verrückt, also worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Und dann noch was anderes, was mir durch den Kopf geht. Ich habe mega Schiss, dass wir Ärger kriegen vom sowjetischen Museum, weil wir dort dieses alte U-Boot in einer Nacht- und Nebelaktion gestibitzt haben. Gemopst, gestielt, gezogen. Ja, also wenn das U-Boot hier irgendwelche Kratzer kriegen sollte, dann kann ich mich schon mal darauf einstellen, dass das einen richtig teuren Strafzettel gibt. Ich würde am liebsten jetzt einen Joint rauchen zur Beruhigung. Aber mir ist aufgefallen, ich habe gar keine mit. So eine Scheiße. Na, dann werde ich wohl das Beste in so einer Situation machen. Ich stelle das U-Boot jetzt auf Autopilot und spiele ein bisschen an meinem Schnippi rum. Ich habe leider kein Pilzfass mitgebracht. Ja, sonst hätten wir das als U-Boot-Ersatz nehmen können, das Pilzfass. Mein Leben ist klein. Ja, für den Kleber hätte es gereicht, dann hätten wir ihn rausschmeißen können. Ihr transportiert Bier mit dem U-Boot? Nein! Aber wir brauchen das U-Boot, um einen Film zu drehen. Du hässlicher Vetter, Bär. Ja, den Piratenfilm. Hey, wir drehen hier keinen Piratenfilm. Als Maul. Und so bin ich dann hier? Das verstehe ich nicht. Aber wir brauchen nur eine einzige verschissene Szene mit einem Piraten. Und deswegen bist du hier. Wegen einer verschissenen Szene. Und dann den Ferdinand stehen, den brauchen wir wegen drei Szenen. Und der Erklärbär, weiß ich auch nicht, wieso der hier ist. Drei Szenen, das ist doch ein Betrug. Heulich. Sie haben mir die Hauptrolle versprochen, Herr Regisseur. Ich habe gar nichts versprochen im nüchternen Zustand. Das kann doch nicht wahr sein. Und dieser Disney Sebastian Seepferdchen. Was? Sie kriegt die Hauptrolle? Ja. Das ist doch ein Witz. Der Kleber kann sich nicht benehmen. Ich frage mich gerade, ob das ein Bär oder ein Schwein ist. Ich denke mal ein... Ich will nicht wissen, mit was der gerade schlürft. In your face, bitch!
Aber das ist wieder unter meinem Niveau hier. Genau, der Regisseur hat definitiv was genommen. Er redet ja nur Rückkehr. Ich möchte nur die Hauptrolle haben, wie es so vertraglich abgesprochen worden ist. Und jetzt kommt er nur mit vulgären Sprüchen an. Das geht doch nicht. Ja, das kann man die Scheiße hier nicht mehr ertragen. Ja, weißt du, wir haben hier einen Wasserdrucker. Wir sind hier in einer Wassertiefe, in der bestimmt noch kein Mensch vorgedrungen ist. Wir sind hier auf sage und schreibe 3,20 Meter. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und unter so einem gewaltigen Wasserdruck, da noch zurechtzukommen, da muss man in your face bitchen. Ach, wir sind unter Wasser. Ja. Ach, tatsächlich. Also diese Pilze. Wie soll das ergehen mit einem Piratenschiff? Ich möchte den. Das Piratenschiff ist später über Wasser. Und danach wird es untergehen. Und dann ist es unter Wasser. Und dann ist der Pirat tot. Toll, ne? Ein Wunder, dass ich noch lebe, denke ich mir gerade die ganze Zeit. Ja, nach den Dreharbeiten kommst du in die Pfanne. Aber wie soll man einen Piratenfilm drehen, wenn ich tot bin? Wir drehen auch gar keinen Piratenfilm. Wir drehen hast du gerade gesagt? Wir drehen über Fische. Da findet Nemo ein Riesenerfolg, wa? Über Knochenfische, über Seepferdchen. Das war eine eigene Geschichte, das Fischmärchen. Ja, das Fischperium. Ja, Fischperium, genau. Das Iglo-Fischstäbchen-Imperium. Ja, wir können auch den Captain Iglo fragen, aber auch mit dreht für eine Szene. Können Sie die gewinnen, Herr Regisseur? Ja, natürlich. Den habe ich vor 3 Jahren getroffen. Wir sind grob, der Typ. Der ist bei mir im Büro unterm Schreibtisch. Oh, okay. Ja. Ja, vorbereitet immer die ganzen Fischstäbchen, oder? Ja, ich hab da auch so ein Fischstäbchen. Ich sag gar nicht böse, nicht böse über seine Fischstäbchen. Ah. Die sind lecker, aber ja. Ich mag die Panade nicht so. Ja, ich hab da auch so Fischstäbchen. Ich hab gerade einen neuen Science-Fiction-Film. Ich hab da auch so knusprige Panade und mein Fischstäbchen. Die kann der Captain Ego abknuspern. Aber ich esse natürlich nur die Gemüsevariante. Ich esse nicht meine eigenen Artgenossen. Ich stell dir nicht so an. Wow. Kannibalismus ist sehr schlimm, Kinder. Den hab ich damals von... Das sagt der immer die Goldbärchentüte leer ist, ne? dann darfst du auch keine Gummibärchen mehr essen. Das ist auch Kannibalismus, erklär mir. Gummibärchen auf einem Piratenschiff sind nicht gesund. Weil Gummibärchen Zucker ist und Zucker macht hyperaktiv. Ganz genau. Ja, an der Stelle waren wir schon. Memphis Party! Party, Party, Party. So, ihr bringt mich ganz aus dem Konzept. So, jetzt schmeiß ich erstmal Werner raus und Sebastian kann direkt draußen bleiben. Und dann drehen wir die nächsten Szenen mit Werner und Sebastian. Mach ich mal. Jogos? Nee, weißt du. Okay, du Futzenfisch. Okay. So gut? Ich, nein, nicht schlimmer. Ist richtig schlimm. So? Ja, so ist gut. Ja. Ja. Der Fotzenfisch. Der Fotzenfisch steht auf Bukake. Warum steht der Fotzenfisch auf Bukake? Dann weiß ich nicht. Ja, und dein Vater bezahlt. Na nu, wer bist denn du? Du siehst nicht gruselig genug aus, um hier unten zu leben. Was willst du hier in meinem Reich, du Fisch? Ist ein Seepferdchen, aber ist okay. Ist egal, ich ein Fisch, schmeckt lecker. Bist du ein Höllenfisch oder ein Knochenfisch? Höhlen, nicht Höllen. Ach, du fick deine Mutter. Wie so ein Höllenfisch oder so ein Seepferdchen mit Hörnern oder was? Das wäre cool. Und roten Augen, so Lordi-Verschnitt. Ich bin das Stimmonpferdchen. Und was haben Seepferdchen, was Blindfische nicht haben, lässt mich rein. Augen. Ich bin der Wasserdrache Vene. Und feier gerne Kakepartys. Ich bin der Wasserdrache Werner. Und was willst du von mir? Mein Sperma in dein Gesicht? Jetzt, wo du mich schon gefunden hast. Oh, ist schön, dass das eine Kindergeschichte ist, ne? Willst du ein bisschen... Sperma nicht eingespeichert, oder?
Nein. Willst du Creme fraiche ins Gesicht? Alte Sau. Du. Frisch gezapfte Creme fraiche. Und was wäre das für ein Wunsch? Da sind wir noch nicht, den hab ich nicht. Achso. Ja. Das ist ja wie jedes Mal, ich hab nur drauf gewartet. Was willst du, schwaches Tier, denn? Du Schlampe, du. Guck, du kleine Schlampe. Guck, du kleine Schlampe, du. Was willst du, schwaches Tier, denn? Mit so einem gewaltigen Schmuckstück, von dem so viel geheimnisvolle Macht ausgeht. Mein Zauberstab packst du nicht an. Ich musste mir verkneifen, nicht zu lachen. Und was wäre das für ein Wunsch? Ja, deine Mutter fickt mir an meine Kacke-Party. Oh ja. Und danach gehen wir auf den Strich. Ja, warte, ich ruf mal eben die Brunhilde an, die kommt mit ihrem Umschnalldildo und schiebt ihn dir in den Arsch. Was? Jetzt wirklich? Hast du so viel am Seegras genuckelt? Ist er gut oder nicht? Ich fand das lustig. Ist ja ein bisschen zu viel Leber dran gelutscht, wa? Du bist echt verrückt, oder? Spinner, du. Aber ich finde es irgendwie toll, dass du deiner Frau diese Aufgabe abnehmen möchtest. Ja, ja, Neptun könnte so etwas möglich machen. Aber ich lasse es nicht zu. Oh! Du hast Glück, denn ich habe tatsächlich Neptuns Krone gefunden und mitgenommen, aber das ist mein Schatz. Ich habe nichts gesagt. Oh, ich habe aber nicht gesagt, dass ich sie abgebe, mein Schatz. Wie jeder andere Drache auch, trenne ich mich ungern von meinem Schatz. Besonders, wenn es um die Krone des Meereskönigs geht. Du Opfer. Oh. Oh, Junge. Yeah. Sei froh, dass du das nur in Deutsch ansprechen musst und nicht in Englisch. Nein. Es sei denn, du würdest mir das Herz des Ozeans bringen. Und ich meine nicht den aus Titanic. Ich meine den Stapel. Ach so, ja. Dann bring mir die Träne des Wattergottes Ternu. Nochmal? Ach so, ja. Na, warte kurz. Dann bring mir die Träne des Gottes Wassers deiner Mutter. Ach so, ja, dann bring mir die Träne des Watters, des Wattergottes. Warum nicht den Samentropfen? Dann bringen wir den Lusttropfen. Dann bring mir das Erkulat des Wassergottes Terdu. Das will ich aber nicht. Ja, aber das machst du. Nein. Wenn du die Krone haben willst, dann machst du das, du kleine Schlappe. Ich liebe dich wohl. Dann nimm Becher mit. Ich bin so eklig. Ich zapf keine Götter an. Ja, das machst du doch. Nein. Du beklaust auch einen Drachen, du willst meine Krone haben, du Schlappe. Ja. Ja, also geh den Tropfen holen. Nein. Ich trau mich nicht. Der ist zu groß. Ich krieg Angst. Aber vor mir hier steht du meine Krone wollen, wa? Nur den kleinen. Ja, den größeren noch. Ach so. Ja, dann bring mir die Träne des Wattergott. Warte. Motherfucker. Ach so, ja,
Dann bring mir die Träne des Wassergottes Ternu. Du Sternfotze. Noch auf die Säule gefallen. Jetzt kommt der längste Text. Ja, super. Einer eulendischen, was für ein Ding. Ja doch. Einer eulendischen Sage nach war Kolkol der Gott des Waldes und der Vögel. Neidisch, wa? Du Fotze. Mach doch mal ein bisschen flüssiger. Einer eulendischen Sage nach war Kolkol der Gott des Waldes und der Vögel. Neidisch auf deine Mutter, weil sie so eine große Spalte hatte, wo jeder Fisch reinpasst. Und bei dir möchte ich kein Gott sein. Du machst da nur Insta-Streamel raus. Ja. Einer eulendischen Sage nach war Kolkol der Gott des Waldes und der Vögel neidisch auf die Macht des Wassergottes Ternu. Weil Kolkol wusste, dass er gegen die Macht von Ternu keine Chance hatte, befahl er dem riesigen Donnervogel Ternu anzugreifen. Und der scheißte dem glatt auf den Kopf. Wie eine Möwe. Wie so eine Möwe, die dünnschig hat. Einfach so. Und drauf. So. Bla 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 bla. Und ihm Ternu anzugreifen und ihm im Kampf seine Macht zu berauben. Der Flügelschlag des Vogels war der Donner. Und das Aufblitzen seiner Klauen waren die Blitze. Genauso wie wenn ich dünnschiss hab, dann donnerst das auch. Er war so groß, dass er auf Elefantenjagd gehen konnte. Stell dir das mal vor. Elefanten, die benutze ich als Zahnstocher. Tötet, was trötet. Jagdverein und so, ne? Tötet, was trötet. Killt, was grillt. Ja. Der Donnervogel konnte den Wassergott Ternu in einem Kampf zwar nicht besiegen, aber ihn von hinten in den Arsch fisten. Jedoch mit seinem riesigen Stachel in den Arsch fisten. Also ich habe das Drehbuch irgendwie anders im Kopf. Ja, Kindergeschichte für Erwachsene, wa? Oh ja. Jetzt hat er so eine Feder im Anus. Ich werde dir beschmissen. Nicht zu verwechseln mit beschießen. Das wirst du auch. So. Der Donnervogel konnte den Wassergott Ternu in einem Kampf zwar nicht besiegen, jedoch mit seinen Klauen am linken Auge verletzen. Jetzt ist er blind, der Fisch. Der Schmerz war so groß, dass Ternu eine Träne weinen musste. Stell dir das mal vor. Und Gott weint. Wegen so einem Kackvogel. Allerdings war diese Träne, weil sie seine erste Träne war, magisch. Diese Träne verwandelte sich augenblicklich in einen blauen Kristall und versank in den Tiefen des Meeres. Und den will ich im Arsch haben. So als Analplug. Ja. Da, ne, durch den Verlust dieser magischen Träne verlor Ternu auch viel seiner ursprünglichen Kraft. Nun war Kolkol der Stärkste und zwang Ternu, sich in eine wunderschöne Meerjungfrau zu verwandeln. Die kommt gerade aus meinem Bett. Damit Kolkol ihn zu seiner gehorsamen Frau machen konnte. Bukake-Party und so. Habe ich mir auch gedacht, aber ich habe es nicht geschrieben. So richtig von hinten mit den ganzen Vögeln und so, weißt du. Als sich Ternu weigerte, sich zu verwandeln, befahl Kolkol dem Donnervogel, Ternu bis in alle Ewigkeit mit seinen Flügeln ins Gesicht zu schlagen. So sadomaso-mäßig, weißt du. So peitsch, peitsch, peitsch. Mit jedem Schlag verlor Ternu eine seiner normalen salzigen Tränen und machte so das Meer salzig. Und nicht, weil sehr viele Wale reinwichsen. Nein, das kommt alles vom Meeresgott.
So, jetzt hast du den längsten Text geschafft. Wenn du Neptuns Krone haben willst, dann beeil dich, Futsche. Nochmal bitte. Nein, meine Mutter. Wenn du Neptuns Krone haben willst, nein. Was? Kriegst du nicht. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Wenn du Neptuns Krone wenn du Neptuns Krone haben willst. Ja. Wichser. Du musst zum Wassergeist Vatron schwimmen. Das ist mein Onkel. Du siehst ja raus. Du musst zum Wassergeist Vatron schwimmen. Er lebt in einem alten Schiffswrack. Nahe der Marienkraben. Des Marianengrabens. Er lebt in einem alten Schiffswrack. Nahe des Marianengrabens. In solch einer Tiefe ist nur sehr wenig Leben möglich. Ein Seepferdchen wie du würde diesen Wasserdruck nicht aushalten und sterben. Es sei denn, es hätte eine Schuppe eines Wasserdrachen. Ich geb dir aber keine. Verreck doch. Oh! Ein böser, Wasserdrachen. Ich geb dir gerne eine meiner Schuppen. Damit du es aushältst, in dieser Tiefe zu schwimmen. Du musst wissen, Drachenschuppen haben magische Kräfte. Die einen spritzen, die anderen schützen, die nächsten erhitzen. Du musst lediglich auf ihr herumkauen und sie hinunterschlucken. Schluck du Sau. Schluck du Schlampe. Dann besitzt du für eine Stunde ihre magische Wirkung. Theoretisch würde es gehen. Aber ich bin schon sehr lange Zeit mit dem Wassergeist Vatron im Streit. Als ich ihm vor Jahren mal seine Frau ausgespannt habe für eine Bukake-Party. Als ich ihm vor Jahren mal in den Arsch gefickt habe, fand er das nicht so toll. Als ich ihm vor Jahren mal eine Flasche seines selbstgebrannten Marianenschnappes aus... Als ich ihm vor Jahren mal eine Flasche seines selbstgebrannten Marianenschnappes aus gegorenen Seegras stibitzen wollte, war es aus mit unserer guten Nachbarschaft. Dieser alte Knauserer. Seitdem haben wir keinerlei Kontakt mehr. Ist auch besser so, der stinkender Fisch. Und ganz ehrlich, ich bin zwar ein Drache, doch mit einem Wassergeist will selbst ich mich nicht anlegen, weil der stinkt, wenn der furzt, dann gehst du kaputt. Da gehe ich ihm lieber aus dem Weg. Muss ich nicht riechen. Das nenne ich Mut und Kampfgeist. Hier hast du meine Schuppe. Und nun kau und schluck. Du Luda. Jetzt kau. So. Kau kurz ein wenig drauf rum. Lutsch ein bisschen dran. Bisschen saugen, dann runterschlucken. Du alte Sau. Kau kurz ein bisschen drauf rum, bisschen schlucken. Nein, warte. Kau kurz ein wenig drauf rum, bisschen den Saft schlucken, der im Mund entsteht. Und dann mach dich auf den Weg. Kau kurz ein wenig drauf rum. Schmeckt nicht gut, aber du musst den Saft schlucken. Boah, Schatz, du bist so widerlich, ey. Du bist so ekelhaft. Einer verwechselt eine Schuppe mit einem Schniepi. Vielleicht kommt die Schuppe vom Schneebi. Nein! So. Kau kurz ein wenig drauf rum, schluck sie runter und dann mach dich auf die Socken. Überrascht und stolz. Ja, so sollst du die Stimme annehmen. Deswegen steht's in Klammern. Das ist ja unglaublich. Du hast es wirklich geschafft, mir den Saft vom Geist zu holen. Nein. Jetzt gib mir das Ektoplasma, damit ich schlucken kann. Wahr. So. Das ist ja unglaublich. Du hast es wirklich geschafft,
Und nun ist die Träne des Wattergottes. Des Watterdrucke. Des Wattergottes in meinem Arsch. Das ist ja unglaublich. Du hast es wirklich geschafft und nun ist die Träne des Wassergottes Ternu endlich mein. Wo ist die Schnitzerin? Ich will meinen Analplug. Also gut. Unter diesen Umständen kann ich ja mal ein Auge zumachen. Also gut. Unter diesen Umständen kann ich ja mal eine Ausnahme machen und ein kleines bisschen mit mir verhandeln lassen. Aber nur dieses eine Mal, damit das klar ist und du machst mir ein vernünftiges Angebot. Sonst fick ich deine Mutter in den Arsch. Du bist immer so pervers. Ja, ja. Hier hast du die Krone, Sebastian. Oder vielleicht doch nicht. Was? Du lädst mich ein? Das ist ja der Wahnsinn. Ich wurde noch nie irgendwo hineingeladen. Das liegt bestimmt daran, dass ich groß bin, ein Drache bin und alle gefressen oder gefickt habe. Ja. Ja, findest du toll, ne? Ja. Das finde ich ja toll. Ich komme gerne zu Besuch und da mache ich mit deiner Frau eine Bugatti-Party. So. Da fick ich dieses Frettchen. Aber Warton fragen. Naja. Nee, nochmal. Aber Warton fragen. Mach am besten ab hier nochmal. Das finde ich ja toll. Ich komme gerne zu Besuch. Aber Warton fragen. Naja, also gut. Ich kann ihn ja mal vorsichtig ansprechen. Vielleicht hat er auch Bock, deine Frau zu nageln. Also dann. Bis nächste Woche, Sebastian. Bereite schon mal dein Eichelchen vor. Du bist ein böser Drache, bist du. Ich? Niemals. So, jetzt haben wir es auch abgedreht. Was müssen wir denn noch drehen? Wir brauchen noch Szenen mit dem Meerkönig. Wo treibt der sich eigentlich wieder rum? Ach so. Ja. Der stand draußen, er sah nicht so aus, als er rein wollte. Ja, wie der stand draußen, hat er am Bullauge geklopft und du hast ihn nicht reingelassen. Das ist nicht der eine Mann, den ich in Nähe von der Kneipe gesehen habe. Was denn für eine Kneipe, eine Unterwasserkneipe, oder? Ja, der war ein bisschen dicht, aber nee, der kommt hier nicht rein, also. Meinst du nur, weil der versenkt noch unser Schiff? Meinst du nur, weil der grün war der besoffen, oder was? Dann hätte er blau sein müssen, aber er war grün. Also den Laden, den ich meine, heißt irgendwas mit Spucknapf. Spucknapf? Weil ich kenne doch Fressnapf. Mann, das ist ziemlich salzig, dieser Spucknapf. Genau. Ja, genau. Oh, sehr guter Laden, sehr guter Laden. Nur der Türsteher war noch ein bisschen nervig. Ja, leider konnte ich noch nichts dort kosten. Oh, schon. Aber das Reinkommen war leicht. Na, endlich bin ich dran. Dann zeig ich den ganzen Nasebohrern mal, wie richtig geschauspielert wird. Nanu? Wer kommt denn da zu mir? Sebastian, das Seepferd? Du warst ja noch nie hier. Und sicherlich hat das einen guten Grund, warum du heute bei mir bist, oder? Das stimmt. Aber woher kennt ihr meinen Namen, Meerkönig Neptun? Wie du schon sagst, ich bin der Meerkönig. Ich kenne jedes Tier, welches unter meinem Schutz steht. So, fertig. Na, seid ihr alle feucht geworden? So geil, wie ich meine Rolle gespielt habe? Ihr könnt mir später alle noch einblasen. Aber hübsch nacheinander und nicht drängeln. Ich bin schließlich nicht der größte Liebhaber weltweit. Aber Platz 2 ist auch noch ganz gut. Ich habe mich übrigens gewundert, wo dieser Gestank herkommt. Ich habe erst gedacht, er kommt aus meiner Hose. Aber ich habe vorhin die 3 Kisten Heringe gesehen. Wer ist denn auf die bescheuerte Idee gekommen, hier Heringe einzulagern? Das war eventuell ich. Ja, warum machst du sowas? Auf jedem vernünftigen Piratenschiff braucht man einen Fassen.
mit salzigen Heringen. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass Heringe sind gesund. Sind das Bismarck-Heringe? Nein. Ich habe nicht nach ihrem Namen gefragt, also. Vielleicht heißt ja einer der Heringe Bismarck. Der hat dann noch so ein Schnurrbart und eine Pickelhaube auf. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass es Heringe und keine Surfströmminge sind. Die habe ich auch dabei. Ein Schiff mit dem Namen. Was? Bismarck? Und jetzt heißt er Bis-Euro oder wie? Ich habe fast versenkt, also. Das war ich knapp. Ungefähr 30 Jahren, also. Wie alt sind Sie denn? 10. Ich hab das Zählen aufgegeben, also. So, meine lieben Kinder, bei dieser Filmproduktion ergibt nichts wirklich Sinn. Das muss so sein. Ihr spielt ja schon wieder zu Kindern. Wo sind ihr Kinder? Das muss so sein. Ich mal leider mal zu. Wir müssen erstmal Kinder machen. Ich habe noch keine Frau gesehen. Die Sabrina ist eine Frau. Wer ist Sabrina? Das Seepferdchen. Was für ein Seepferdchen? Das, was da draußen am Bullauge rumschwimmt, zusammen mit dem Sebastian. Wer ist Sebastian? Der Hauptdarsteller, du Schmongo. Nein, das bin ich! Das bin ich! Nein! Wir drehen einen Piratenfilm! Nein, wir drehen einen Fischfilm! Deine Geschwister drehen Piratenfilm, aber nicht. Also das sind aber, das wären aber einige. Wieso wollte ich vorhin für Big Big Cat vorsprechen? Das weiß ich nicht. Eine große Katze! Du redest immer von einer großen Katze, Herr Erkläre. Ja, gleich kommt eine riesengroße Katze und macht Sushi aus dir, Herr Kleber. Aber gedünstet bitte. Ja, gedünstet. Katzen kommen nicht hier rein. Genau, wir haben nämlich kein Katzenklo mit. Und kein Fristers. Katzen kommen nicht rein. Punkt. Oha. Das bringt Unglück. Katzen im U-Boot bringt Unglück. Wieso? Ach, das ist ein U-Boot. Ja. Was hast du denn gedacht? Hast du gedacht, das ist ein Bordello oder was? Ja, wegen den ganzen Röhren, dass die an der Stange tanzen oder was? Frag mal Sabrina. Haben wir eigentlich schon was am Drehen? Ja, wir haben schon 3 Szenen abgedreht, alle ohne dich. Weil wir dich alle nicht im Film benutzen können. Ich glaube, ich bin hierher gekommen, um eine Doku zu machen. Was für eine Doku? Hat man dir ins Hirn geschissen? Also eine Doku über Piraten? Oh, Doku über Fische, ist auch mal schön. Ich meine mich zu erinnern, bevor ich eure schäbigen Pilze bekommen habe. Wenn wir Glück haben, tanzt Sabrina hier gleich mit ihrem Schwanz an der Stange. Dann kannst du eine Rotlicht-Doku drehen, da ist dann aber auch schon alles. Aber dafür müssen wir sie erstmal dazu bringen, Unterwasserschnaps aus gegorenem Seegras zu trinken, weil die macht nur so Quatsch und lässt die Hüllen fallen, wenn die betrunken ist. Also wir drehen hier gerade einen Piratenfilm? Ja! Mit notgeilen Seepferdchenfrauen. Ah, das gefällt mir. Ja. Und Seejungfrauen. Das war nicht so ein Drehbuch vereinbar, Herr Regisseur. Wir brauchen noch nur geile Seejungfrauen. Unseriöse Projekte mache ich nicht mehr mit, Herr Regisseur. Wir brauchen dich noch. Also wenn es jetzt so weitergeht mit diesem Niveau, verlasse ich hier die Produktion. Das war unverzüglich. Ich glaube, ich muss mal den Produzenten kontaktieren. Ja. Das bin ich auch. Ich bin Produzent, Drehbuchautor, Script-Girl, alles bin ich. Oh, Tommy, wieso ist das eine Ehre, Sie kennenzulernen? Ja, ich bin der Star von Kenoma. Ist das eine Stadt, dieser Wasso? Hä? Wie meinen die das? Ich dachte, das wäre eher sowas wie Paris. Ja, Paris. Paris war ich vor 40 Jahren. In Paris spricht man Parisisch. Paris.
Jetzt sind wir an der Szene angekommen, wo Sebastian auf den Wassergeist trifft. Aber da haben wir jetzt ein Problem. Wir haben nur ein Gespenst und das ist Nono. Aber der liegt zugekokst in Studio 4 und redet mit einem Tischbein. Wir brauchen also einen anderen Geist. Hat jemand eine Idee? Deine Mutter. Ja, die vielleicht. Die ist schön gruselig, aber die lebt in Mexiko. Da haben wir ein... Wer bist du denn? Bist du etwa von den Stadtwerken? Ich bin der alte Lichttechniker, den ihr nach der Werwolf von Silbertitter... Entschuldigung. der Werwolf von Silberwald auf der Bühne oben hängen gelassen habt, ihr Penner. Und dann bin ich da oben mit der Lampe im Arsch verreckt und niemand hat mein Stöhnen gehört, ihr verfickten Affenköpfe. Ihr habt nur euer Leben und eure Schniepies im Kopf. Schämt euch, ihr Muttersöhnchen. Sorry, Mann. Kann auch mal passieren. Stell dich nicht so an. Du bist bestimmt nur ein bisschen tot. Ein bisschen tot? Selbst mein Prängel wird nicht mehr hart. Das ist voll und ganz tot, du Analritter. Na gut, aber wenn du jetzt ein Geist bist, könntest du uns doch bei unserem Film Das Seepferdchenmärchen helfen. Da brauchen wir noch einen Wassergeist namens Vaton. Also, wie wäre es? Klar, kein Ding. Und wen muss ich dann dabei im Arsch ficken? Niemanden! Das soll ein Kinderfilm werden. Da wird niemand in den Arsch gefickt. Ach so, okay. Dann nur in den Mund. Nein, auch nicht in den Mund. Hier wird niemand in den Arsch gefickt, hörst du? Gar keiner. Außerdem kannst du doch eh nicht mehr ficken, weil du tot bist. Stimmt, da war ja was. Na gut, rocken wir das Ding. Sehr gut. Aber sag mal, warum bist du eigentlich lila? Ernsthaft? Weil ich nicht abspritzen kann und mir die ganze Geisterwichse bis zum Hals steht. Und irgendwann wird dann halt aus einem weißen Gespenst ein lila Gespenst. Also immer regelmäßig abrotzen, wenn man nicht aussehen will wie Graf Zahl von der Sesamstraße. Zu viel Information. Na dann, lass loslegen. Also so die Tonhöhe. Ne? Mhm. Damit man dich gut hört. Also nicht so ganz leise reden. Doch, ganz leise. Ja, ganz leise, ja. Ja, wie so ein Schwanz im Mund. Nein. Ja, okay. Nein. Ich krieg keinen Schwanz im Mund. Nee, nimm der jetzt schon auf, oder was? Ja. Er wird natürlich gelöscht. Ja, ja, ist klar. Und dann so später bei Sebastian. Ich will keinen Schwanz im Mund. Kann ich anfangen, oder? Du kannst anfangen, wann immer du möchtest. Du hast mich doch gerufen. Hier bin ich. Ja, das war gut. Beim Hast, das hast du ein bisschen zu lang gezogen und war mir ein bisschen zu leise. Ein bisschen lauter. Du hast mich doch gerufen. Hier bin ich. Das war gut. Wobei könnte ich denn einem Seepferdchen helfen? Nicht einen, sondern einem Seepferdchen. Einem, mein Gott. Machst du nochmal, komplett? Meine Hilfe? Wobei könnte ich denn einem Seepferdchen helfen? Nicht einen, einem. Mit M. Meine Hilfe? Wobei könnte ich denn einem... Nein, das kann ich jetzt nicht so sagen. Meine Hilfe? Wobei könnte ich denn einem Seepferdchen helfen? Das war schön. Jetzt wieder so ein undankbarer langer Text. Ja, undankbar. Ja. Um wie einen Harten zu ruppeln. Ah, darum geht es dir also. Ah, darum geht es dir also. Nun, tatsächlich bin ich im Besitz dieser magischen und mächtigen Kristalls. Dieses magischen.
Aber sonst war's schön. Ab nun. Tatsächlich bin ich im Besitz dieses magischen und mächtigen Kristalls. Eigentlich will ich mich ja ungern von diesem besonderen Schatz trennen. Doch wenn du schon die gefährlichste Doch, wenn du schon die gefährlichste Reise zu mir machst. Die gefährliche. Doch, wenn du schon. Nochmal. Doch, wenn du schon die gefährliche Reise zu mir nach hier unten auf. Was ist das für ein Satz? Ja. Gefährlichste Reise zu mir nach hier unten? Ja. Doch wenn du schon die gefährliche Reise zu mir nach hier unten auf dich genommen hast. Alter, warum schreibst du nicht direkt die gefährliche Reise machst? Ne, es wird zu einfach. Ich wollte dich quälen. Schuld. Doch wenn du schon die gefährliche Reise zu mir nach hier unten auf dich genommen hast, scheint es dir wirklich sehr wichtig und ernst zu sein. Abscheint? Scheint es dir wirklich sehr wichtig und ernst zu sein. Mhm. Deshalb will ich mal nicht so sein. Doch was wärst du bereit, mir dafür zu geben? Das hast mich unterbrochen. Also. Doch, was wärst du bereit, mir dafür zu geben? Meinen harten Schwanz. Geht, bist du eklig. Und nun kommen wir zum zweiten Teil unserer Abmachung. Ich komme eines deiner Ich bekomme eines deiner Lebensjahre. Punkt. Nochmal. Da war ein Punkt. Ich bekomme eines deiner Lebensjahre. Ich bekomme eines deiner Lebensjahre. Dann halte nun still, wenn ich dich jetzt berühre. Oh. Den Satz nochmal ein bisschen flüssiger. Dann halte nun still, wenn ich dich jetzt berühre. Mhm. Es wird dir wahrscheinlich kurz die Brust schmerzen. Ein bisschen flüssiger, aber sonst war's gut. Es wird dir wahrscheinlich kurz die Brust schmerzen. Noch ein bisschen flüssiger. Mein Gott, was? Wie flüssiger? Ja, du hast da immer so zu viel Pause dazwischen. Es wird dir wahrscheinlich kurz die Brust schmerzen. Das war schön. Ja, das war es. So nimm du nun den Kristall und kehre wieder zu den Deinen zurück. Ja, das heißt, kehre wieder zu deinen Leuten zurück. Ab so, oder jetzt? Ja. So nimm du nun den Kristall... Ne, ich habe zu viel Pause gelassen. So nimm du nun den Kristall und kehre wieder zu deinen... Zu den Deinen. Nee, letzten Scheißsatz. Nee. So nimm du nun den Kristall und kehre wieder zu den Deinen zurück. Ich werde mich von meinem Zuhause noch kurz für ein Jahr verabschieden. Ach, ich dachte, wäre ein Punkt. Nein. Ich dachte, wäre ein Punkt gewesen. Und aber ich glaube, da habe ich ein Freizeichen zu füllen. So, das schön. Ich werde mich wieder von meinem Zuhause noch kurz für ein Jahr verabschieden und schwimme dann auch hoch. Ja, das war schön. Nochmal bitte. Ja, schön scheiße, ne? Ich werde mich von meinem Zuhause noch kurz für ein Jahr verabschieden und schwimme dann auch hoch.
Vielleicht sieht man sich im kommenden Jahr mal wieder. Will ich da noch schon mal schreiben. Eigentlich so, vielleicht sieht man sich im kommenden Jahr mal. Achso. Ich habe ja eigentlich den Satz schon vorgelesen, nur mit wieder. Nochmal. Nochmal. Ja, dann kann ich ja gucken, was sich am Ende am besten anhört. Vielleicht sieht man sich im Leller. Vielleicht sieht man sich im Leller. Vielleicht sieht man sich im kommenden Jahr wieder. Nochmal. Vielleicht sieht man sich im kommenden Jahr mal. Ein bisschen anders betont. Vielleicht sieht man sich im kommenden Jahr mal. Vielleicht sieht man sich... Warum ja? Ja, im kommenden Jahr. Er darf ja jetzt ein Jahr lang... Ich meine nicht das Jahr, sondern ja. Ja, was hätte ich denn schreiben sollen? In den kommenden 12 Monaten? Das hätte sich besser angehört. Vielleicht sieht man sich im kommenden Jahr mal. Vielleicht sieht man sich im kommenden Jahr mal. Vielleicht sieht man sich in dem kommenden Jahr mal. Ja. Dann können wir nehmen. Mein Gott. Ja, bitte. Was daran so schwer? Keine Ahnung. Deine Mutter. So, du schwuler Lichttechniker, das war's für dich. Wir haben jetzt alle Szenen mit dir im Kasten und dann hau rein und spuk nicht so viel rum. Wer weiß, vielleicht brauchen wir dich irgendwann nochmal. Yo, haust rein, du mexikanischer Bananenreiter. Diese schwanzlosen Kreaturen können sich einfach nicht zusammenreißen und mal für 5 Minuten vernünftig arbeiten. Na, wenigstens ich kann das. Immerhin eine Person, die hier konsequent arbeitet. Wenn die Person halt auch dann auch nur ein Roboter ist. Aber ist ja egal. So, Ferdinand, du bist bereit soweit? Ja, klar. Ja, gut, okay, so, Kamera läuft einmal auf Position und du kennst deinen Text? Ja. Gut, ja, wenigstens einer. Gut. Gar nicht zumindest. Ja. Diese ganze Quatscherei vorhin mit diesen Piraten und erklär mir, wie du total irritiert der Regisseur. Ah, wenn die oben kommen. Oh, okay. Mach fertig da, ich muss auf Klo. So ist es! Und wer bist du? Schnauze rein! Und wir sind hier am Reden, Schmongo! Was denn? Mach Piratendinge! Ich muss das sagen! Kann mal einer dem Piraten den Schwanz im Mund stecken, damit er mal Ruhe gibt? Schreibt der Teufel auf die Liste! Brachten alle um! Unser Wassergeist Vaton, der kann dem Piraten nochmal so einen Geisterschwanz im Mund rauben. Herr Regisseur, können wir jetzt endlich wieder weitermachen? Ja, nochmal auf Anfang. Wo? So, Ferdinand, Szene 1, die zweite. So, verdammt nochmal, ihr Schnipsel hat mich abgelenkt. Seit wann schnipst man denn? Seit dem Wassermann aus der Emscher mitgeschnipst. Ach so, ja, genau. Ach nö. Fangen wir nochmal neu an, Herr Regisseur. Ja, okay. So, das ist Szene 1, die dritte. So ist es. Und wer bist denn du? So ist es. Auch das ist ebenfalls richtig. Aber was will so ein kleiner Knochenfisch wie du einer bist von so einem großen und klugen Fisch wie mir wissen? Kann ich verdammt nochmal mein Textende einsprechen? Was werde ich unterbrochen? Schreck aus, yo! Verdammte! Ich spreche den Text aber weiter, egal was er meint! Seepferde werden auch Knochenfische genannt. Wir beide sind also theoretisch miteinander verwandt. Auch wenn wir uns nicht ähnlich sehen, selbst allgemeine Sachen weißt du nicht. Das ist sehr traurig, Sebastian.
Ich bin jetzt stur, ich lese den... Ja, was heißt lesen? Ich meine, ich spreche den Text jetzt hier ein. Ich will hier nach Hause, hier, Regisseur. Nein, blöd. Mann, der Hein hier. Hein! So Alter, kann man nicht arbeiten. So kann man nicht arbeiten. Natürlich weiß ich das. Aber was hätte ich denn davon, wenn ich es dir sagen würde? Was? Ich habe nur noch ein Auge. Mein anderes Auge verlor ich im Kampf gegen ein neues Auge, denn wohl neun Auge hat anscheinend. Diese leere Stelle, an der vorher noch mein anderes Auge war, stört mich sehr. Ne? Ich würde diese leere Stelle gerne gegen eine Gegen mit einem Perlenbüll beschaffen. Beschaffen wir eine schöne runde Perle für meine Augenhöhle. Und ich würde sagen, wo Werner Beinhardt haust. Sprechen. Da muss einiges abgeändert werden. Warte, ich helfe mal. Ich ändere mal den Text. Also das geht so nicht. Nein, verpiss dich vom Drehbuch. Das meinst Ferdinand sagt, also... ich bin ja Pirat. Ich würde aber nicht dem Erklärbären verraten, dass du nur ein Auge hast, sonst... das ist doch der Text, Herr Regisseur! Also du steckst in jedes Loch irgendwie so eine kleine Kramme von dir rein. Mein Name ist nicht Luzi. Ich mach sowas nicht. Ich hab keine kleine Kramme, ich hab so ein großes Tentakel, so 20 Meter lange, Aal habe ich so. Können wir die nächste Szene nun weitermachen? Ja, ausnahmsweise. Wo dieser Sebastian zurückgekehrt ist. Ja. Und meine Perle gefunden hat. Ja, das ist eine Perle. Ja, da steht... Das steht doch so im Drehbuch. Ficken. Herr Regisseur, es stand doch so im Drehbuch, dass wir Sebastian mir eine Perle beschaffen soll. Und Perle. Ich meine doch jetzt keine Frau damit. Meine Frau. Den Wanderpokal. Ja, das ist, ich hab gedacht, eine Seejungfrau, immer die Sangete hier. Ich hab gedacht, das wäre eine Kinderproduktion, Herr Regisseur. Ja, ist es ja auch. Ich kann ja meine Hühneraugen kraulen. die kann mir den Käse abknüspern. Herr Regisseur, können wir nun weitermachen? Ja, das ist ein Fell. Ich hab gedacht, das wäre Moos oder sowas. Oder irgendeine komische Pflanze. Können wir endlich weiterdrehen, Herr Regisseur? Ja, nächste Szene. So, Ferdinand. Sebastian. Moment mal, das ist meine falsche Stimme. Ja, ich traf einen Eulenbären. Die waren seltsam. Och, Mensch. Eule, Bär. Kombination. Sebastian, da bist du ja schon wieder. Schön. Verdammt nochmal, hört auf mich jetzt zu stören, ich will meinen Text hier ändern. Ich will noch dieses Jahr den 5 fertig kriegen, ihr Schmuck. Und hier, Gretel Zauberer Zuppe Staffel 2, da muss ich auch noch die Hauptrolle abdrehen. Zaubern, das ist... Verbiete ich dir. Zauberer habe ich ja gar nicht gern an Bord, also. Das regeln wir schon, Herr Regisseur, ich habe schon ein paar Ideen, die ich jetzt überzeugen kann. Dann komm mal mit in mein Büro, du frecher Fisch, du! Was will denn Andrea beiden? Okay, können wir nun weitermachen? Ja, bitte. Ah, Sebastian, da bist du ja schon wieder. Schön, dich zu sehen. Und wie ich sehe, hast du auch eine Perle für meine Augenhöhle. Ja? Eine Perle! Interessant, dass der Sebastian ganz seriös hier bleibt, ganze Zeit. Er ist ja ganz ruhig. Es ist kein Wunder, dass er die Hauptrolle übernommen hat. Aber so wie Professionalität. Zu Hause. Du alte Scheiße. Wollen. Also kein Piratenlied, das ich so kenne. Also. Ach, wir drehen gleich Bonusmaterial, wo Sangeeta und Sabrina am Lecken sind. Das ist eine wirklich wunderschöne Perle. So schön hätte ich sie mir nie, mein Gott, so schön hätte ich sie mir nicht vorgestellt. Also gut, ich verrate dir, wo Werner haust, aber ich muss dich vormachen. Ist das gut, Herr Regisseur?
Ja. Oder habe ich Perle ein bisschen zu übertrieben betont? Ja, können wir so nehmen. Ja, ist okay. Wenn Sie meinen... Ja, passt schon. Werner haust in der Totenkopflagune. Bitte was? Oh, da bin ich verdammt, da bin ich vor 40 Jahren vorbeigekommen. Was? Und was machst du denn in der Totenkopflagune? Nein, das nicht in einem Freizeitpark, das ich mal besucht habe. In Paris Town oder so, ne? Nein. Ich glaube, das war woanders. Das war in Marxloh, der Freizeitpark. Die haben einen Freizeitpark? Ja, nicht? Ja. Also, ich habe immer gedacht, die hätten Freizeitpark in Marxloh. Da gibt es nicht so viel Bären. Wo ist ein Freizeitpark? Bären haben oder was? Eigentlich nicht. Also hat Max nur doch einen Freizeitpark. Also früher hatten sie Tanzbären, also. Wo bin ich hier nur hingeraten? Wann gehen die Dreharbeiten eigentlich zu einer Russland? Da oben in Russland, also. Herr Regisseur, können wir nun weitermachen? Ja. Jo. Ich hab gedacht, du wärst fertig. Nö, es ist doch noch viel mehr Text ja, hier. Scheiße. Da, das ist mir bewusst. Oh Mann, ich bin so froh, dass ich da nicht hin muss. Wo? Dort herum zu schwimmen wäre ja lebensgefährlich. Ja, warum schwimmst du denn? Lebensgefährlich, da kämpfe ich mit aus. Ja, wieso? Okay. Wenn ich dir das sagen würde, müsste ich dich töten. Oh, das wäre dann aber lebensgefährlich. Ganz genau. Bewertung, ich bessere Kontakte. Aber er ist auch schon längst in der Rente, wenn ich gerade so richtig rechne, Herr Erklärbe. Was? Ja, ich kenne mich aus. Ich kannte ihn damals persönlich, den Launebär. Aha. Ja, ein ganz netter Junge. Was? Ja, lieber Junge. Ja, den war bei dir am Schreibtisch. Nein, ich habe keine Beziehung mit diesen Bären gehabt. Ich schwöre hoch und heilig wie ein gewisser Clinton. Ah. Falls Sie den noch kennen. Ja, kenne ich. Der schrumpft beim Fastfood. Ja, habe ich ihn jetzt die 90er Jahre. Ja. Nicht? Hey, Corinna. Herr Regisseur, ich mache jetzt den Text weiter. Ich möchte auch langsam nach. Also, ich möchte auch langsam nach. Ich möchte auch langsam herum. Ich muss aber nachnehmen, noch Bären aus dem Rücken bringen. Schneiden! Maul da! Katsch! Kann ich absolut nachvollziehen, aber das ist doch nicht nur mein Problem. Oh, alles Gute, Sebastian! Weg mir am Arsch. Unter dem Meer! Falscher Film. Oh, das will ich nicht weitermachen, sonst wird wieder noch alles weggeschnitten wegen Copyright. Jetzt kommt Disney und haut uns windelweich. Ja. Na gut, aber überhaupt ein Wunder, dass dieser Sebastian heißen darf. Ja. Ja, okay, wo sind wir stehen geblieben? Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Aber das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Alles Gute, Sebastian. Ach, und solltest du wirklich in die Totenkopflagune schwimmen und es überleben, komm mich doch gerne mal wieder besuchen. Dieser Luzi und seine Filmproduktionsfirma werden irgendwann mein Grund und Boden geklagt. Ach Quatsch, wir werden aufsteigen zu einer neuen Macht, werden wir. Und dann der Pirat hat von niemandem Angst. Cool. Genau. Ich kann es kaum glauben, aber wir haben es geschafft. Wir haben alle nötigen Szenen abgedreht. Wir sind durch mit dem Seepferdchen-Film. Das wird ein wundervoller Piratenfilm. Ja, schade, dass Angete ihre Titten nicht gezeigt hat. Herr Regisseur, wieso gab es in der keine Titten, das frage ich mich auch, richtig. In der letzten Szene keine Feier. Der Ferdinand... Keine Feier ohne Eier. Ja, ich meine, der Sebastian hat doch ganz etwas von Abschiedsfeier. Party geredet, da war keiner anwesend, man hat nichts mehr gesehen. Ja. Er wollte doch die Geschichte erzählen, der Herr Sebastian. Ja, es sollte eigentlich eine Bukake-Party werden, aber Sangeeta und Sabrina haben sich geweigert, in die Mitte zu gehen. Das ist nicht so richtig. Ich dachte, er wollte einen Western drehen.
Was für ein Western, unter Wasser oder wie? Und ich find's nicht schön, dass meine Western letzte Szene nur ich weiß. Ja, ich! Ich! Ja, war das super! Dieses Ich klang viel zu schlecht. Sie haben die schlechteste Szene genommen. Ich hab die beste, Szene. Sie haben absichtlich die schlechteste Szene genommen. Ich hab dieses Ich mehrfach besser betont. Ich. Sie haben einfach das Dämlichste genommen. Einfach nur Ich. Das geht so nicht, Herr Minister. Ich fordere, dass Sie eine andere Szene nehmen. Das klang so richtig schön bescheuert. Das ist lustig und ich weiß, dass das lustig ist, weil ich bin der Regisseur. Ich habe das zu entscheiden. Das geht mal gar nicht. Ich werde jetzt zukünftig nicht mehr welche Projekte mitmachen bei Ihnen. Brauchst du auch nicht, du kommst gleich in die Pfanne. Und ich hab ja den Hauptdarsteller, diesen Sebastian, hingewiesen. Oh je, Ferdinand, schon wieder vom Kopf gut ist. Und das ist doch ein Witz. Herr Regisseur, ich fordere, dass Sie eine Fortsetzung machen, wo ich die Hauptrolle spiele. Opa erzählt wieder vom Krieg. Was? So liebe Kinder. Das ist jetzt so blöd, ich verlasse jetzt die Produktion. Ich mache jetzt das U-Boot auf. Nein, lass die Scheiße zu. Hier kommt doch Wasser rein. Ich habe schon seit 4 Wochen kein Wasser mehr gesehen. Ich hätte meine Mutter auf dich! Ich schmeiß dich vom Drachen und Sackel riechen zu können, du Schwein! Scheiße! Mittelpunkt! Ich hab mein Seepferdchen noch nicht gemacht! Blub, 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 blub! Mit dem Blub muss ich sagen. Der mit dem Blub. Der mit dem Blub-Effekt. Das Spinat. Mit der von über Kunde. Diesen Fiasko. Scheiße, Filme. Jetzt kommt immer mehr Wasser in der Ruhe. Scheiße. Oh, liebe Kinder. Also, das wäre ein Piratenschiff, nicht was? Ach, mal mit deinem verschiedenen Piratenschiff. Ich setze meine Mutter auch auf dich. Dann, weiß ich nicht. Frau an Bord. Dann mach die Hudu mit dir. Oder Wudu. Die ist auch schwarz, genauso wie ich. Ach, ja. Du bist schwarz? Ja, ich bin schwarz. Ist dir einfach nicht aufgefallen. Ich meine, deine Hudu ist auch schwarz. Farbe. Nein. Oder doch? Oder ich bin auch euer farbenblind geworden. Vielleicht hat das hochprozentige, den ich immer so trinke. Vielleicht habe ich ja gedacht, ich bin braun und in Wirklichkeit bin ich weiß, nur ich habe mich noch nie gewaschen. Ich weiß es nicht. Das ist ein Piratenschiff. Was willst du? Wer ist es nicht wichtig? Wer ist es nicht wichtig? Ich muss mir hier gerade überlegen, wie wir aus dem U-Boot rauskommen, weil der verschissene Ferdinand die Luke aufgemacht hat und hier gerade eine Tür und dem Wasser nach der anderen das U-Boot flutet. Wer ist es nicht wichtig? Was? Nächstes Mal was Trockenes zu machen. Was denn? Das Seepferdchen Märchen in der Wüste oder was? Klingt geil. Ich ruf mal Captain Iglo an, vielleicht kann er uns evakuieren. Ich stehe zwar drauf, wenn's feucht wird, aber jetzt wird's selbst mir zu feucht. Ich mache einen Abgang. Stö mit Ö. Mensch, das war doch mal was, oder? Hammerhart, also mal wieder echt krasser Shit. Ja, da kann ich jetzt auch nicht mehr großartig viel zu sagen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn es euch gefallen hat. Und freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, inwieweit noch mehr krasser Shit-Material veröffentlicht wird, weiß ich noch nicht. Was ich aber weiß, dass wir uns spätestens bei krasser Shit am Set der Monster wiedersehen.
Da geht's dann um die Monsterican-Teile. Ach so, ja, bevor ich es vergesse. Das, was die Kameras nicht aufgenommen haben, weil es irgendwann nicht mehr möglich war durch das ganze Wasser und Strom und Wasser sich nicht wirklich vertragen. Zum einen, also die Unterwasserszenen, die wurden ja durch ein Bullauge gefilmt. Ne, das war dann in Ordnung, da blieb die Kamera trocken, aber als das Wasser ins U-Boot kam, ja, was ist aus den Insassen geworden? Es haben alle überlebt, es ist keiner Figur was passiert. Und ja, das U-Boot ist auf den Meeresgrund gegangen und unsere Freunde konnten sich nochmal retten. Und die Szene mit unseren Piraten, die hat Luzi am nächsten Tag direkt noch abgedreht über dem Wasser. Die Szene ging nur 3-4 Sekunden lang maximal und hatte noch nicht einmal Text zum Sprechen. Und das dafür, dass der Pirat die ganze Zeit während den Dreharbeiten mit an Bord war. Krasser Shit am Set, würde ich mal sagen, oder? Ja, diese 3-4-sekündige Szene, die seht ihr natürlich in dem Film Das Seepferdchen-Märchen. Vielleicht schaut ihr euch den Film ja jetzt nochmal an, jetzt wo ihr wisst, wie alles gemacht wurde. Seid gespannt, freut euch drauf und bis zum nächsten Mal. Eure Kati Krähe. Ciao, ciao.